So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Und ich habe schon wieder ein Déjà-vu, denn mir kommt es vor, als hätte ich diese Burger alle schon mal getestet. Aber wenn ich das bei YouTube eingebe, finde ich absolut gar nichts dazu. Das ist die Big Collection, ne? Big Beef Steakhouse. Das ist hier ein Big Beef Classic. Aber wir wollen uns heute kümmern um den Big Chicken Cheese. Dazu habe ich wieder diese Samyang Extremely Spicy Sauce. Was ja eh hier Hot Chicken Flavor hat und alles, deswegen denke ich, passt das vielleicht ganz gut zu diesem Big Chicken Cheese. Ein Big Chili gab es, glaube ich, auch noch. Den habe ich aber definitiv schon mal gehabt. Der ist noch nicht online, den müsste ich schon getestet haben. Der muss noch geschnitten werden. Die anderen werden wir auch irgendwann testen, aber heute fangen wir an mit dem Big Chicken Cheese. Der eine ist, glaube ich, aus dem Kaufland, der andere ist aus dem Lidl, der nächste ist aus dem Norma oder so. Und überall gibt es immer genau nur eine Sorte. Einer war, glaube ich, im Netto noch dabei. Also ich verstehe das Prinzip nicht. Deswegen denke ich immer, die sind nicht besonders, weil die gibt es eh überall. Aber irgendwie gibt es die nicht überall, weil die gibt es immer nur den einen da und den anderen halt dort. Und das ist das große Problem. Die haben alle hier so einen lustigen Pappkarton. Die macht ihr auf und habt hier so einen komischen Plastikbeutel drin, den ihr in der Mikrowelle dann warm macht, der jetzt schon richtig dick und prall ist. Der pupst dann immer, wenn er aufplatzt und dann ja, ist da halt der Burger drin. So. Das ist das Besondere hier mit Käse und Soße. 600 Watt, 90 Sekunden in der Folie gemacht. Fangen wir also an mit dem, machen den kurz warm und gucken mal, wie das schmeckt. So, der Burger ist jetzt fertig. So sieht das also aus hier in dieser labbrigen Tüte, die mit einem ordentlichen Bums auch aufgesprengt wurde in der Mikrowelle. Das heißt, wir können das jetzt hier einfach aufziehen. Normalerweise schneide ich immer mit einer Schere die Kanten ab, die Ecken ab, hole den dann raus. Aber ja, das sieht jetzt alles wieder total matschig aus und schmierig und schleimig, aber ich glaube, gerade die in so einem Folienbeutel eingekerchert sind, schmecken einfach verdammt gut, weil die richtig zartes Hähnchenfleisch haben. Da ist richtig schöne Soße drauf, da ist richtig fett Käse drauf. In der Soße sind lauter Zwiebel-Gurkenstückchen mit drin. Wo findest du das sonst? Hast du sonst nicht? Dann guckst du unten, da ist noch mehr Soße. Das heißt, es ist ein Doppelsoßenburger mit zwei Scheiben Käse. Eine Scheibe Käse unten, eine Scheibe Käse oben. Total schmieriges, komisches Brötchen, aber in der Mitte noch dieses schöne Hähnchenfleisch. Und das war bis jetzt immer sehr zart und sehr lecker. Das brauchst du nicht mal durchbeißen, das kannst du mit den Lippen einfach durchdrücken, weil das so weich und lecker ist. Achso, wir müssen jetzt auch irgendwie zeigen. Das heißt, halt mal die Packung hier hin so. So, das ist jetzt der Burger. Jetzt beißen wir mal rein und dann probieren wir es nochmal mit der Samyang Pulldak Soße und haben beim nächsten Mal noch unsere zwei Beef-Varianten, Big Beef Classic und Big Beef Steakhouse, was da wieder der Unterschied ist. Steakhouse Sauce. Bis jetzt schmeckt es sehr unspektakulär. Habe zu wenig von dem Fleisch abbekommen. Also die Soße ist auf jeden Fall sehr, sehr fruchtig, sehr lieblich, hat aber gleichzeitig einen kräftigen Geschmack. Das habe ich bei dieser Axel-Schulz-Pizza jetzt gar nicht gehabt. Da war das einfach nur so reingerotzt und das war's. Hier finde ich, ist eine gute Soße, die den Geschmack kräftig wiedergibt. Das Hähnchenfleisch hat jetzt nicht so viel Geschmack, aber ist halt sehr zart, wie gesagt. Ich finde die immer gut, gerade die mit Hähnchen so sind. Du könntest den zwischendurch jetzt auch so essen. Das ist auch nicht spicy, das ist nicht irgendwie sweet, chili oder irgendwas. Das ist eine orange leckere Soße und ein sehr leckeres Hähnchen-Patty. Wir hauen uns jetzt aber das andere Ding drauf. Es ist halt kein Edel-Hamburger oder sowas. Erwartet jetzt da keine heftige Qualität. Das sind jetzt auch wieder keine Gurken, keine Tomaten, keine Salatblätter oder irgendwas, also da müsst ihr wirklich in ein richtiges Burger-Restaurant gehen. Aber so für zwischendurch finde ich das Teil eigentlich genial. Hauen wir jetzt mal hier an die Ecke, bisschen von dieser Samyang-Soße. So, einmal hier, haben wir nochmal einen großen Biss. Die Schärfe verteilt sich sofort im Mund, weil es diesen typischen Samyang-Geschmack.
der sich auf dieses Hähnchen drauflegt, auf das Chicken, finde ich, passt dazu. Du kannst es aber genauso gut auch ohne essen. Da die Soße, die drauf ist, ja sowieso schon lecker ist. Dadurch, dass ich die Samyang-Soße aber auf habe und die eh verbrauchen muss, werde ich im Rest vom Burger jetzt einfach mit der Soße essen, wo man sagt, da ist egal, was man dazu isst, es schmeckt sowieso alles nur nach der Samyang-Soße. Und habt ihr wahrscheinlich recht. Also den könnte ich empfehlen, den Big Chicken Cheese mit Käse und Soße. Finde ich gut, Preis weiß ich gerade nicht, aber ja, ist auf jeden Fall günstiger, als wenn ihr euch so ein Big Mac bei McDonald's oder irgendwas holt. Und für zu Hause, für zwischendurch, geht das allemal. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.